Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum ethischen Hacken mit Metasploit. Heute geht es darum, wie wir einer Exe Adminrechte aufzwingen. Das heißt, beim Ausführen soll auf jeden Fall, also in Windows, dieses hübsche Fenster hier kommen. Und danach haben wir in jedem Fall, wenn der User Ja klickt, Adminrechte. Das heißt, wir können so ziemlich alles machen mit Metasploit, was wir wollen. Okay, dieses Tutorial hat jetzt eigentlich nichts mit Metasploit an sich zu tun, sondern ist eher so ein Windows-Trick-Tutorial, so gesehen. Und ja, ich zeige euch trotzdem einfach mal, wie es funktioniert. In dem Metasploit-Kontext könnt ihr euch denken, warum das wichtig ist. Okay, was wir jetzt also machen wollen, ist, wir wollen unserer Exe, in unserem Fall die Leuk.exe, Adminrechte aufzwingen. Die hat jetzt in unserem Fall schon Adminrechte, aber davor hatte sie keine. Ich musste ja auch an irgendwas ausprobieren. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir brauchen als erstes mal von developer.microsoft.com das Windows Software Development Kit SDK für Windows 10 in unserem Fall, weil wir hier auf Windows 10 sind. Ihr könnt euch für euer Windows das passende runterladen, einfach mal danach googeln und das sollte aber eigentlich sogar für alle funktionieren. Okay, was wir jetzt machen ist folgendes, wir packen hier eine neue Datei rein. Wichtig ist, dass ihr erstmal ein Textdokument auswählt und dass ihr diese Endung hier sehen könnt, denn die Endung müssen wir jetzt ändern. Okay, aber ich glaube, das habe ich euch schon ein paar Mal von euch gefordert, deswegen ist es nicht so schlimm. Ansonsten geht mal auf die Alt-Taste. Quatsch, nicht auf die Alt-Taste, das war früher so. Auf Optionen und dann Ansicht. Hier könnt ihr den Haken Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden. Könnt ihr rausmachen, dann kriegt ihr die Endung. Okay, so, diese Datei nennen wir jetzt um und zwar in eine Leuk. Also die muss so heißen wie eure Excel-Datei. Leuk.exe und dann .manifest. So, und dann kommt diese Warnung hier, die ignorieren wir einfach mal gekonnt. Und jetzt öffnen wir das Ding und packen da einen gewissen Code rein. Den habe ich für euch schon mal vorbereitet. Der unterscheidet sich auch eigentlich überhaupt nicht davon. Das ist der Code für eure Manifestdatei. Das einzige Wichtige hier ist das hier. Wir wollen nämlich Administratorrechte requiren. Das heißt, wir wollen sie fordern. Es steht hier sonst nirgendwo irgendwie drin, welche Datei oder sowas. Das ist einfach eine Manifestdatei, die könnt ihr euch sozusagen 1:1 übertragen. Und für jede, egal welche Exe benutzen. Okay, gut. Und jetzt müssen wir als einziges noch hier diese Manifestdatei in unsere Leuk.exe-Datei reinbügeln. Und das machen wir eben mit diesem Windows 10 SDK, was wir gerade runtergeladen und installiert haben, hoffentlich. Das dauert eine Weile, deswegen habe ich das natürlich mal wieder übersprungen. Je nachdem, wie schnell euer Internet ist, dauert es länger oder kürzer. Installiert wurde es bei mir auf dieses auf Programme x86, Windows 10 Kits, ich habe es nicht geändert, dann hier 10 und dann in Bin und dann haben wir 64-Bit, das heißt, wir gehen in x64 rein und hier finden wir irgendwo die mt.exe, hier ist sie, die mt.exe, das ist die Datei, die ihr braucht, die anderen könnt ihr getrost ignorieren, das ist einfach nur sozusagen Bonus für euch, weil ihr das SDK installiert habt. Jetzt drückt ihr Shift und dann Rechtsklick, dann habt ihr hier die Möglichkeit, Eingabeaufforderung hier öffnen zu öffnen. Und dann kriegt ihr eine Command-Line genau in dem Ordner. Ansonsten hättet ihr hinnavigieren müssen, was ich euch ersparen wollte. So, und was wir jetzt brauchen, ist ein bisschen Code, beziehungsweise was heißt Code, ist im Prinzip nicht so schlimm. Wir wollen wieder zurück in diesen Ordner gehen, wo wir die beiden Dateien haben. Die kann man nämlich per Drag-and-Drop reinkopieren. Okay, also wir wollen zunächst einmal die mt.exe ausführen. Und zwar mit dem Parameter Manifest. Damit sagen wir sozusagen, wir hätten gerne ein Manifest in einer, also jetzt müssen wir erstmal das Manifest angeben. Das machen wir, indem wir hier erstmal die Anführungsstriche aufmachen. Dann ziehen wir per Drag and Drop die Manifestdatei rein. Da müssen wir nicht den ganzen Pfad abtippen. Machen die Anführungsstriche zu. Und dann sagen wir, okay, wir wollen es reinpacken in Output, Output Resource. Also Ressource, Doppelpunkt und jetzt muss wieder mal die Exe hier reingezogen werden, also Leuk.exe, einfach reinziehen, dann habt ihr den vollständigen Pfad, wie gesagt, dann müsst ihr es nicht alles abtippen und danach brauchen wir ein Semikolon, ein Hashtag und eine 1. Das ist einfach so, weil wir halt Windows benutzen und Windows dieses Manifest-Tool irgendwie so benutzt. MT steht übrigens für Manifest-Tool. Okay. Und jetzt führen wir das Ganze aus. Wenn hier irgendwelche Errors auftreten, also General Warning könnt ihr ignorieren, aber wenn irgendwelche Errors oder sowas auftreten, habt ihr irgendwas falsch gemacht, dann ist irgendwas nicht so ganz richtig gewesen. Aber so sollte es im Prinzip funktionieren.
Und jetzt habt ihr hier, jetzt könnt ihr die Manifestdatei löschen, die braucht ihr nicht mehr. Und wenn ihr jetzt dieses leuk.exe ausführt, dann wird hier nach Administratorrechten gefragt, obwohl es eigentlich in dem Fall nicht mal nötig gewesen wäre, aber für eure Metasploit-Payload braucht ihr teilweise Administratorrechte und da könnt ihr dann einfach den User zwingen, die Datei mit Administratorrechten auszuführen. Wie gesagt, Administratorrechte sind zwar geil, aber diese Warnung, die lässt viele Leute nochmal überlegen, soll ich das jetzt tatsächlich ausführen oder nicht. Ja, muss man halt überlegen, ob man die Adminrechte wirklich braucht oder ob man sonst auch klarkommt. Aber normalerweise werdet ihr die Adminrechte brauchen und wenn ihr irgendwelche coolen Software-Dinger distributed, könnt ihr auch gleich ein Metasploit-Payload einbacken. Okay, das war's von meiner Seite schon wieder. So bekommt ihr Adminrechte und ja, das funktioniert wie gesagt für jede Exe. Also so könnt ihr jede Exe mit Administratorrechten zwingen auszuführen, ohne davor irgendwelche, ohne Administrator, egal. Okay, das war's dann und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.